Wir hatten ja in Bochum nie die Schwatten. Der Wattenscheid hatte Schwatte, aber wir nicht. Ne? Und wir haben so einen Typen, so wie der Kalla oder so, der passt zum VfL, als wäre er auch ein Bochumer. Weißt du? Als käme er nur von Untertage oder so. Es ist glühend heiß, es ist wieder mal brechend voll. Wir stehen Stehplatz und sie hat auch vom, was wollte ich gerade sagen, von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Sie hat also vom Fußball keine Ahnung gehabt. Und ich habe immer so ein bisschen was versucht, sie zu erklären. Und auf einmal guckt die mich immer so an. Ich sage, hör mal, Baby, nicht mich musst du angucken. Da, auf dem Platz, da, wer geht das ab? Guck mal, die Jungs da, die musst du dir angucken. Und sie guckt mich so immer nur so an. Und auf einmal verdreht die Augen und klappt so zusammen. Ich denke, das darf doch jetzt gar nicht wahr sein. Aber so richtig so in der Menschenmasse so drin. So versucht so zu halten, die war schwer wie so ein Sack Kartoffeln. Besinnungslos geworden, ohnmächtig geworden. Und dann haben wir gepfiffen irgendwie so, dass die Sanitäter, die sonst die Spieler vom Platz tragen, die sind dann irgendwie über den Zaun und sind dann mit der Trage dann da hoch, wo wir dann waren, dann Mädel auf die Bahre gelegt. Und ich konnte natürlich jetzt schlecht im Stadion bleiben und die Alte schön allein da lassen. Also musste ich während dieses wirklich geilen Spiels, musste ich dann da in die Katakomben. Und dann haben sie so ein bisschen Riechsalz gegeben und dann ist es langsam wieder so zu sich gekommen und dann hieß es, ja, das geht aber jetzt nicht da in die Meute mehr rein und so, kümmern Sie sich mal lieber um das Mädel. Und dann musste ich, glaube ich, irgendwie da irgendwo hinterm Stadion, habe ich die dann so ein bisschen so verpflegt und habe sie hinter nach Hause gebracht und dann sind sie das Spiel verpasst.